Vielleicht machen die verfluchten Mitglieder ja den Mund auf und lassen was Wichtiges durchsickern. Das ist echt riskant, aber eine tolle Idee. Cool. Okay, treffen wir uns morgen früh beim Ektolehre Hintereingang und schleichen uns rein. Oh weia, es wird spannend und es gibt jetzt eine große Versammlung in der Bibliothek. Katztastisch. Willkommen zurück zum Monster High. Aller Anfang ist schwer. Das sind die Letzten, die noch normal sind und nicht verflucht sind. Hör mal, warum treten wir diesen Spukelch was auch immer nicht einfach in den Hintern? Ich kann nicht mehr vernünftig mit Cleo reden. Sie ist ein völlig anderes Monster. Es ist mit allen verfluchten Schülern das Gleiche. Licht an, keiner zu Hause. Wir müssen diesen irren Pharao echt aufhalten und unsere Freunde retten. Es ist nicht so, dass wir dir nicht zustimmen, Deuce. Aber wir haben nur diese eine Chance und wir müssen alles richtig machen. Wenn wir es vermasseln, liefern wir die Schule und all unsere Freunde auf einem Silbertablett aus. Was, wenn ich meine Schatten abnehme und in Flammen aufgehe? Besser nicht. Das könnte alles noch schlimmer machen. Wir wissen nicht, wie Spuk Enchamun auf einen direkten Angriff reagiert. Er könnte alle, die unter seinem Bann stehen, verletzen. Das willst du doch nicht, oder? Natürlich nicht. Aber wir können nicht hier rumstehen und nichts tun. Und das werden wir nicht. Aber wir müssen unseren nächsten Schritt gut planen. Wenn wir das wirklich durchziehen, muss unser Timing perfekt sein, damit wir Spukem überrumpeln können. Es muss total überraschend sein. Nun, ganz offensichtlich müssen wir herausfinden, was die Verfluchten vorhaben. Wenn sie unter der Kontrolle von Spuk Enchamun stehen, brauchen wir einen Masterplan. Finden wir heraus, was los ist, damit wir ihnen zuvorkommen können. Ja, Katie hat recht. Das hört sich gut an. Solange wir auf Nummer sicher gehen. Wir brauchen den Bericht dringend, aber nicht zu dem Preis, dass unsere Verbündeten verflucht werden. Stimmt genau. Also, wir brauchen Infos. Lasst euch nicht erwischen und achtet auf alle Hinweise zu dem verfluchten Plan. Ja, das scheint der schickste Move zu sein. Okay, ich denke, noch ein Tag wird nicht schaden. Gut, wir sammeln den Rest des Tages Infos zu dem verfluchten und Spukentchamuns Masterplan. Das ist erstmal alles. Seid vorsichtig. Morgen treffen wir uns wieder zur selben Zeit hier in der Bücherei und versuchen aus den gesammelten Infos den besten Plan zu schmieden. Das war eine wirklich gute Idee, Laguna. Ich bin echt gespannt, was wir herausfinden. Ich dachte, wir schleichen uns in die morgige Ratsversammlung. Vielleicht machen die verfluchten Mitglieder ja den Mund auf und lassen was Wichtiges durchsickern. Das ist echt riskant, aber eine tolle Idee. Cool. Okay, treffen wir uns morgen früh beim Ektolehre Hintereingang und schleichen uns rein. Das machen wir, Laguna. Ich bin echt gespannt. Und ich hoffe sehr, dass wir etwas herausfinden. Aber eines muss man sagen. Oh, neue Nachrichten. Eilmeldung at Monster High. Alles ist unglaublich at Monster High. Boom, boom, boom. Hashtag alles ist gut. Werft morgen einen Blick auf die Ewigkeitsseiten. Hä, was meinen Sie damit? Eilmeldung at Monster High. Cheerleader Monsterschaften at Monster High. Wartet nur, bis ihr die neuen Cheerleader in Action seht. Sie werden euch überwältigen. Und Toralei dazu. Klingt Monster krass, Ed Cleo. Der Schülerrat wird da sein, um ihre Unterstützung zu zeigen. Hallo, Schüler? Könnt ihr das lesen? Ein bisschen Hilfe vielleicht? Oh, Bloodgood ist auf Facebook. Alle lesen ihre Nachricht, Ed Schulleiterin Bloodgood. Schreiben Sie einfach, was Sie wollen und drücken Sie Senden. Danke, Ed Slowmo. Ich erwarte von allen Schülern, dass sie unsere Cheerleader bei den Monsterschaften unterstützen. Okay. Katrin. Versammlung des Clubs des Spuk-M-Unterstützer at verrückte Wissenschaften morgen Mittag. Eilmeldung at Monster. Was ist der geheime Plan? Versammlung at verrückte Wissenschaften morgen Mittag. Und Jackson, je Jack Keel schreibt, würde es für nichts in der Welt verpassen at Katrin. Toll, Katrin, kannst kaum erwarten, Spuk-M morgen zu hören. Gruselcool at Katrin, wirst du da sein? Lass uns ein Date draus machen. Netter Versuch, Heath. Kannst du vielleicht ein bisschen ernster sein? Spuk-M kommt! Hashtag Krach und Feuer! Bestätige Anwesenheit der Cheerleader at Katrin. Wir werden unsere Blatthornkäfer tragen.
Oh weia, Cleo, was hat das zu bedeuten? Also morgen ist eine wichtige Versammlung und wir sollten uns da unbedingt reinschleichen, wie Laguna schon sagte. Es ist zwar riskant, aber es hilft uns bestimmt weiter, den ganzen Fluch zu verstehen und warum das so ist. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, falls euch das Video gefällt und ihr die Geschichte super spannend findet und wissen wollt, wie das Ganze zu Ende geht, dann lasst einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr auf jeden Fall noch mehr Monster-Videos auf diesem Kinderkanal sehen möchtet. Wenn das der Fall ist, ihr wisst Bescheid. Ich mache das wirklich gerne für euch. So, gehe nach Hause ist der nächste Schritt für uns. Aber ich würde sagen, bevor wir nach Hause gehen und die Geschichte weitergeht, wenn wir etwas anderes machen. Genauer gesagt, werde ich jetzt nämlich anfangen, die ganzen Spins zu öffnen. Ich habe dir am Anfang des Let's Plays gesagt, als ich da noch unsicher war und ich wusste, wie das Ganze funktioniert, sagtet ihr, dass ich einfach bei den Ausrufezeichen zu dem jeweiligen Spind hingehen kann und dort die Schließfachkombination unten einfach eingebe. Das heißt, ich hätte mir das auch nie aufschreiben müssen. Hast du mir aber trotzdem mal aufgeschrieben, weil ich dachte, vielleicht könnte ich das mal gebrauchen. Und das Ganze werden wir jetzt in der jetzigen und vielleicht auch teilweise in der nächsten Folge machen, bevor es dann... ja, zum Ende des Let's Plays geht. Ich weiß nicht, vielleicht kommen noch 3, 4 Folgen oder so. Mehr wahrscheinlich nicht. Und schaut mal, ich habe eine Fahne im Spind gefunden. Das heißt, die restlichen Spinnen und Fahnen müssen also in den Spins sein. Was mich jetzt total interessiert, was ich allerdings nicht weiß, was ist, wenn man das Schloss nicht gefunden hat? Kann man dann trotzdem den Spind öffnen, wenn man die richtige Kombination weiß? Vielleicht spielt irgendjemand von euch auch Monster High aller Anfang ist schwer und hat nicht alle Codes von den Wänden gefunden. Ihr könnt natürlich auch dieses Let's Play als Hilfe und Unterstützung nehmen, damit ihr wisst, wo ich sie gefunden habe. Aber falls nicht, mir fehlt aber auch noch 1, 2 Codes. Die zeige ich euch jetzt aber auch noch, ich versuche sie zu finden. Dann könnt ihr gerne mal versuchen, ohne Code den Spind-Code einzugeben. Mal gucken, ob es dann trotzdem funktioniert. Ich weiß es nicht. Könnte schon sein, aber ihr wisst da bestimmt mehr. Auf jeden Fall machen wir jetzt einen kleinen Marathon und öffnen die Spins. Aber in der Zwischenzeit möchte ich trotzdem mit euch gerne in den Kommentaren diskutieren. Ich schreibe auch euch allen zurück. Schreibt mal in die Kommentare, wie das hier weitergehen könnte. Es muss nicht richtig oder falsch sein. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Vor allem, wenn ihr nicht wisst, wie die Geschichte weitergeht. Weiß ich ja selbst auch noch nicht. Aber wie könnten wir diesen Fluch brechen? Weil überlegt mal, fast die ganze Schule ist verflucht und nur noch eine Handvoll Schüler, vielleicht so 10 Stück maximal, sind noch normal. Ich meine, wer ist denn noch normal? Wer wurde denn noch nicht verflucht? Ich? Frankenstein, Laguna, Cathy Noir, Deuce Gorgon, wer noch? Sind das die einzigen? Also gefühlt sind das die einzigen, die noch normal sind. Ach ja, und Gulia noch. Wer ist noch normal? Ich weiß es nicht. Vielleicht... keine Ahnung, wer ist eigentlich vom Schülerrat noch normal? Was ist eigentlich mit Venus McFlytrap? Mit der lieben Venus? Oder wer könnte noch normal sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem, schreibt auch mal in die Kommentare, diskutiert auch untereinander, wie könnte man diesen Fluch jetzt brechen? Also was ist jetzt die Möglichkeit? Überlegt mal. Ein großer Fluch von einer Hexe oder von einem Zauberer liegt auf der Schule. Und wir sind nur junge Schüler, die hier in der Schule, lernen. Und Prüfungen haben, Klausuren schreiben, Klassenarbeiten, Tests. Und dann sollen wir noch versuchen, einen großartigen Fluch zu brechen? Wie soll das Ganze funktionieren? Ich habe keine Ahnung, was die Monster hier vorhaben wird. Aber vielleicht habt ihr eine Idee. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal eure Kommentare dazu schreiben könntet. Vielleicht könnte man ein Amulett finden, das die gleiche Kraft hat, das Ganze zu besiegen. Oder aber wir finden das Amulett von Cleo Denial und gucken, ob wir da irgendwas dagegen tun können. Vielleicht müsste man das Amulett irgendwo wegsperren. Oder sonst was tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man auch einfach mal in der Bibliothek nach alten Büchern schauen, wo vielleicht über so einen Fluch geschrieben wurde. Oder, sollte man die Polizei rufen? Aber gibt es an der Monster High oder in der Welt von Monster High eine Polizei? Ich glaube nicht. Was könnte man noch tun? Was wären noch Ideen? Vielleicht könnte man die Eltern um Rat fragen.
Oder den Schülerrat. Wobei, der Schülerrat ist ja böse. Der wird uns auch nicht helfen. Oder manchmal gibt es auch an Schulen diesen Bezugslehrer. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr bestimmt auch. Habt ihr an der Schule einen Bezugslehrer? Also jemand, der für euch da ist, wenn ihr Probleme habt. Wenn ihr sagt, hey, ich komme irgendwie mit dem ganzen Schulkram nicht klar, weil das so viel ist und ich weiß nicht weiter. Ich brauche eine Meinung von einem Lehrer, den ich nicht unbedingt habe, der mit mir darüber reden kann. Was meint ihr? Eure Ideen sind gerne willkommen in den Kommentaren. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt und was eure Ideen sind. Also das wären jetzt ein paar Vorschläge von mir, was man machen könnte oder worüber man nachdenken könnte. Vielleicht finden wir ja auch an irgendeinem Spind das Amulett von Clio. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Denn so wie ich Clio kenne, wird sie das Amulett immer bei sich tragen. Naja, gut. Jetzt habe ich beim ganzen Reden gar nicht gemerkt, wie viele Spins wir bereits geöffnet haben. Aber wie... Ah, da oben steht da. 11. Das heißt, 9 Spins fehlen mir noch. Aber mir fehlt noch ein Code. Ein Code habe ich irgendwo übersehen an der Monster High. Naja, naja, naja. Gut, gut, gut. Übrigens, den einen Code habe ich mir geholt hier aus dem Kistenballplatz, als ich meine Konsole neu gestartet habe in der letzten Folge. Nicht wundern. Das habe ich mir mal kurz geholt, bevor ich diese Aufnahme hier gestartet habe. Weil, ja, habt ihr schon gesehen, wo der Code ist? Deswegen muss ich das nicht doppelt machen und die Zeit nicht verschwenden. Stattdessen möchte ich aber trotzdem, wie am Anfang des Let's Plays gesagt, euch zeigen, wo ich alles finde. Alle Spinnen, alle Fahnen oder Flaggen oder Fähnchen oder was es auch ist. Und natürlich auch alle Spind-Codes und alle geöffneten Spins, damit wir das Spiel zu 100% durchspielen. Ich weiß nicht, vielleicht passiert am Ende was. Oder man hat das Spiel einfach so komplett durchgespielt. Ich weiß es nicht. Wir werden das vielleicht noch herausfinden. Und natürlich ist es auch interessant, alle Spins zu finden, weil die sind auch teilweise gut versteckt. Mir fehlen noch 7 und ich wüsste jetzt nicht, in welchem Gang es noch ein Spind gibt. Oh, da ist wieder Mr. Hackington. Der steht immer an der gleichen Stelle. Hat er Mittagspause oder wie darf ich das verstehen? Warum steht Mr. Hackington dort die ganze Zeit? Habt ihr eine Idee? Also, keine Ahnung. Vielleicht hat er Pause oder er beobachtet was oder schläft er im Stehen? Ich weiß es nicht. Irgendwo noch ein Spind offen. Abby ist ja auch einer von den Verfluchten. Ach, ich weiß ja auch nicht. Ganz, ganz komisch das Ganze. Wir können ja mal hier durch die Mensa laufen. Durch das Monster-Schüler-Café. Hier gibt es keinen Code, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich glaube, hier habe ich schon mal einen Code gefunden. Jetzt hier im Innenhof. Hey, der hat die gleiche Frisur wie ich. Und die gleiche Haarfarbe. Aber hier sieht es nicht danach aus, als würde es etwas geben, was uns hier weiterhilft. Gut, gut. Dann mal weiter raus. Jetzt in meinem Foyer. Frankie redet mit Clio, als wäre nichts geschehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause. Und starten dann den nächsten Tag auch nochmal mit der kleinen Spinnsuche. Aber natürlich auch mit unserer Aufgabe. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Dass wir... Naja, zur Konferenz, also nicht zur Konferenz, aber dass wir uns da in diese Versammlung reinschleichen mit Laguna. So, jetzt erstmal schlafen. Ziel erreicht, ganz viele Punkte gibt es hier, weil wir Geisterspringen gefunden haben. Ach ja, staubige Wimpel, so heißt das Ganze. Wow, jetzt haben wir voll viel Geld. Schaut mal, wow. Ja, 2 Wimpel, 2 Spinnen und 7 Schließfächer fehlen uns noch, dann haben wir alles gefunden im Spiel. Was gibt es denn Schönes? Wir haben super viel Geld. Wir können extrem viel kaufen. Grüne Boots. Komm, wir kaufen uns einfach alles. So. Jetzt haben wir ganz viele neue Klamotten. Kleidung wechseln. Ja, wir haben irgendwie viel Taschengeld. Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte man ein bisschen mit dem Geld aufpassen. Also, bitte, bitte kein Beispiel an Monster nehmen. Gebt euer ganzes Geld nicht unbedingt immer für Klamotten aus, sondern spart euer Geld auf. Aber, naja, wir sind ja fast am Ende des Spiels, deswegen kann ich das gerne mal alles einsetzen. So, wir können eigentlich ganz blau mal herumlaufen, oder? Vielleicht nicht ganz, aber ziemlich blau, sagen wir mal so. Die grauen Boots vielleicht? Ah, wobei die blauen, die sind ein bisschen, die blauen Stiefel, die ich jetzt trage, gefallen mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber ich glaube, die hatten wir noch nicht.
So, wir nehmen noch die. Und die Kette. Wobei, vielleicht so eine auffällige Kette, so als Eye-Catcher, sagt man doch immer. Und eine neue Frisur, eine neue Haarfarbe. Frisur natürlich nicht. Die Frisur. Also meiner Frisur möchte ich treu bleiben, aber die Haarfarbe nochmal. Blau-Grün ist doch eine schöne Kombination. Zimmer aufgeräumt und es kann zurück in die Schule gehen. Mal sehen, wie es heute weitergeht. Triff Laguna in Ökonomie. Hier geht's also weiter. Danke fürs Zusehen, meine Lieben. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Monster High und rechts unten gibt's einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt und ihr verpasst kein Video mehr. Ihr seid immer dabei. Also, bis dann!